Hallo und herzlich willkommen in Part 2 bei unserem Let's Play Together Pokémon Smart. Ich bin DSD Steve und ja, ich freue mich richtig auf dieses Projekt. Das ist mein erstes Let's Play und ja, ich hoffe, dass es Anklang finden wird. So, ja, wir heißen Link und ja, wir haben Premi. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so überrascht, das liegt aber einfach daran. Ich hatte das Ganze schon mal aufgenommen, um dann festzustellen, dass man mich nicht verstanden hat. Ja, ich war einfach zu leise. Und dabei hatte ich es extra ausgetestet, aber naja, so kommt's. Und naja, gut. Ja, wir müssen jetzt seine Tochter suchen, die Maike. Das ist quasi unsere Konkurrentin. Aber das ist quasi eher so eine Art, ja, Leistungskonkurrenz. Und, naja, der zeigt uns jetzt ein bisschen die Stadt, also exakt den Supermarkt. Und eigentlich ist ziemlich geil, was er erzählt. Er gibt uns einfach einen Trank, den wollen wir natürlich haben. Weil am Anfang haben wir noch nicht ganz so viel Geld. Ja, zu mir. Ich bin 24 Jahre alt, Student. Und ja, zu meiner Pokémon-Karriere. Also ich habe damals in der 5., 6. Klasse oder 6., 7. Da habe ich ja sehr viel damals blau gespielt. Rot und Gelb logischerweise auch. Da habe ich lange ausgesetzt. Bin jetzt durch das andere Together. Das hat ja auch noch Läufer und Feuerrot. Selbst wieder dazu gekommen, mal wieder zu spielen. Hab selbst einmal Smart durchgespielt und einmal Feuerrot und es hat mir richtig gut gefallen. Oh mein Gott. Ja, verdammt, diese ganzen Heuler hier. Und also ich bin quasi auch eher der Casual-Spieler. Deswegen verzeiht mir bitte auch, wenn ich vielleicht die ein oder andere gute Attacke oder gutes Pokémon als schlecht bezeichne oder so. Ich habe also nicht so viel Erfahrung. Aber mit unserer Starter bin ich sehr zufrieden. Also ich hatte ja felsenfest damit gerechnet, dass er das Pflanzen-Pokémon nimmt. Ja, er ist Pflanzen, oh Gott, das kann auf Level 3 schon Aqua-Knaller. Oha. Das ist nicht gut. Ja. Hallo? Okay, das ist mir bei meiner ersten Aufnahme nicht passiert. Das ist schon peinlich. Ich muss gerade einen Trank einsetzen. Okay, Leute. Oh Mann. Das ist gerade hart. Kannst jetzt bitte sterben? Danke. Also, das habe ich noch nicht erlebt. ja, was soll man dazu gerade sagen? Ich gehe mich mal heilen. Ja. Was vollkommen kostenlos ist. Das finde ich übrigens ganz lustig. Ich meine, so eine Einrichtung müsste ja ziemlich viel Geld kosten. Aber natürlich ist alles kostenlos, wie sich das gehört. Genau wie uns hier auch Menschen einfach Gegenstände schenken. Und ja, wenn bei jemandem ein Item auf dem Tisch liegt, hebt man das einfach mit. Das fand ich also toll in Pokémon Blau, wo man in der Sola City ist. Und man muss dann gegen den Rocket kämpfen, der den Schaufler geklaut hat. Ja, und danach hat man ihn und kann ihn verwenden. Also klaut man ihn den Verbrecher. Schön. Oh, hi. Hi, Link. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat ja ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Jetzt scheint es ja eine sehr erfahrene Trainerin zu sein, so wie sie spricht. Und man erwartet jetzt hier, ja, was ziemlich Hartes, ne? Und was kommt? Ein Level 5 Starter. Da fragt man sich schon, ein Resetier. Ich meine, die sind sogar Level 6.
sieht irgendwie nicht gut aus. Also ich muss sagen, ich vermute das hier schon maximal. Doch, schön. Warum lief das alles so gut? Und jetzt? Aber ich muss sagen, da habe ich ja gleich ein... Oh, sehr schön, Tackle trifft mich. Ich muss sagen, ich hasse diese Luschenkämpfe. Also, es ist halt wie wenn Abra und Abra gegen Carpador. Auf Level 5. Das ist ein sehr spannender Trainerkampf und ja. Energiefokus. Mal ganz ehrlich, gibt es eine schlechtere Attacke als Energiefokus? Okay, Platscher ist schlechter, aber... Wow, das war spitze. Link, du bist ein Naturtalent. Danke. Sie werden ziemlich viel Geld zu haben. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit sehr kurzer Zeit und es mag dich bereits. Schön. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nur ist es aber Zeit, zurück ins Ort zu gehen. Dann fragen wir doch mal. Also, jetzt nochmal ganz ehrlich. Wie gesagt, angeblich ist sie ja so erfahren und... Ja, hilft ihrem Vater. Hör mal. Die hat gesagt Onkel oder ist das ein... Oh Gott, das ist gerade peinlich. Ist der Professor ihr Vater oder der Onkel? Ja, ich passe aber nächstes Mal mal auf. Ich hab's doch gerade vorgelesen. Oh, ich bin noch ein Depp. Link, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, da waren wir schon ein paar Mal. Aber na gut, die sind ja erst hierher gezogen. Von daher ist schon in Ordnung. Und naja, was wir wohl hier drin jetzt bekommen werden, also... Ganz große Überraschung. Oh, hallo Link. Ich habe gehört, du hast Michael besiegt. Super. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Michael hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen, aber sie kann nicht gut trainieren. Michael ist eine respektable Geschichte als Trainer. Nochmal. Sie hat einen Level 5 Starter. Okay. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Link erhält Pokédex. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Michael geht nie ohne ihn nach dem Haus. Immer, wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Pokédex-Eintrag. Also es ist damit dann der Vater. Gut. Wir haben dich draußen Forscher. Oh wow, Link. Jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe etwas für dich. Danke. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Warum hast du nur einen Starter? Ich schaue mich wirklich überall um, wenn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fange. Schaff's aber nicht. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Ja, genau. Was ich sehr cool finde, hier in dieser Generation, jetzt kommt nämlich unsere Mutter, und die hat was nämlich für uns, und zwar... Die... Also, jetzt habe ich tatsächlich einen Satz gerade nicht vorgelesen, und zwar sagt sie, du bist der Sohn deines Vaters. Das ist ein sehr schöner Satz. Wirklich. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Turbo-Treter bekommen. Jetzt erklärt uns noch, wie die funktionieren. Also im Endeffekt, wir müssen B drücken, das gedrückt halten und dann laufen wir schneller. Für mich ist das übelst X. Normal mit Turbo-Treter. Normal mit Turbo-Treter. Oh, und jetzt sollen wir unseren Vater aufsuchen. Und der ist Arena-Leiter. Ja, da man
wilde Sound, würde ich sagen. Wir wollen ja was in den Pokédex tun. Und dann fangen wir das einfach mal. Okay. Klasse. Damit habe ich ja super mein Können im Fangen von wilden Pokémon gezeigt. Ja. Sowas ist dann natürlich sehr, sehr cool. Aber na gut, okay. Jetzt kommen sicherlich noch mehr wilde Pokémon. Und auf jeden Fall möchte ich heute noch eins fangen. Gehen wir ja hier mal vorbei und werden angesprochen. Und ja, er sagt uns, dass wir keine Herausforderungen ablehnen können. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn wir auf der Durchreise. Oh, das sieht aus, als hätte er nur einen Zahn. Na, ganz ehrlich, der Typ sieht aus wie ein Ghetto-Kid. Aber so ein richtiges Ghetto-Kid. Ach, wir sind so schlecht. Leute, trainiert euer Pokémon ein bisschen in hohem Gras. Also, ich sag immer bis Level 10 oder so und es geht relativ schnell. Und dann müsst ihr euch nicht so quälen wie ich ja gerade. Also, zum Glück greift das nicht an, sondern macht nur Jaula und jetzt, ja, bringen wir es einfach um. Halt, nein. Wir besiegen es. Wir töten es. Level 8. Ja, das ist ein schönes Level. Kann man nichts sagen. So, er muss uns jetzt sein Taschengeld geben. Und dann kann ich wohl einen Käfersammler. Wer kennt sie nicht, die Käfersammler? Die haben Hornlios und Raupi und Safkorn, das nur Härtner kann. Und wenn sie mit ihren Safkorn Level 12 kommen, das nur Härtner kann. Und man denkt sich, muss das wirklich sein? Naja, die guten alten Käfersammler. Vielleicht mal bevor die hätten damals irgendwie mal einen Buzuk gehabt oder sowas. Oder. Ich meine, okay, ein Oma wäre vielleicht ein bisschen hart. Oder sowas. Aber ich meine. Was waren das stärkste Pokémon eines Käfersammlers? Ich glaube, dieser eine vor. Ja, was war denn der stärkste Käfersammler? Ich denke mal, wie man vor Orania City getroffen hat mit dem Smetbu. Ich glaube, da hat man nur ein Blau ein mit dem Smetbu. Oder irre ich mich da? Könnt ihr mir einen Kommentar anschreiben, wenn ich mich jetzt irre oder so. Wenn überhaupt jemand kommentiert, ich hoffe es doch. Ja, wieder nett. Ich meine, es sind zwei Zweierweise dabei. Und das ist absolut in Ordnung. Mal weiter, aber das Kind möchte nicht mit uns kämpfen. Schön, dass du umsingst. Hachi. Ja. So, was treffen wir? Ein. Oh, Lotorze. Das senkt mein Angriff. Das ist schön. Perfekt. Würde ich mal sagen. Dann versuchen wir es mal zu fangen. Und ja. Toll. Lotorze wurde gefangen. Es ist ein Teich mit reinem Wasser zu Hause. Kleine Pokémon werden von ihm aus seinem weiten Blatt sicher auf den Teich befördert. Boah, okay. Ich glaube, ich hätte mich jetzt gerade dreimal verlesen oder so. Wie nennt man das denn mal? Sini. So. Ja, vielleicht direkt mit. Da kommt schon der nächste Trainer.
Bist du gerade erst Trainer geworden? Da sind wir beide Anfänger. Jupp, bin ich. Ja, habe ich jetzt bei Trainern, ich werde dann nicht alles vorlesen. Hugo? Ich ja gerade Hugo? Der heißt Hugo. Oh. Habt ihr damals auch Hugo gespielt? Ist eigentlich das, das waren das Spiele mit dieser sinnlosen Fernsehshow dazu. Oh, die war an sich... Also ich glaube, sie waren noch schlechter als mein Live. Aber ja, ich hab die damals geguckt, Hugo. Hugo war eigentlich schon ziemlich cool. Auch die Hugo-Spiele hatten damals Spaß gemacht. Ja, Schwalbini. Also ich vergleiche mal die Pokémon der dritten Generation immer mit der aus der ersten. Und das ist halt so irgendwie das Taubhilde. Also zumindest kam es jetzt immer so vor. Ich meine, Tauboss war ja auch grundsätzlich in Ordnung und auch hier ist der. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Hochentwicklung heißt. Ja. Zum Thema Bären. Ich sammle, warte, alle Bären einsammeln. Vielleicht wollen die anderen beiden ja Bären nutzen. Ich habe mich mit Bären noch nicht angefreundet, also. Ja, die sind mir noch zu neu. Na, um es mal so zu sagen. Also, aber vielleicht kommt das ja noch. Und da kommt noch die nächste Trainer. Und wir sollen über ihre Karriere helfen. Na dann gucken wir doch mal, was wir dieses Mädel tun können, was einen viel zu knappen Rock trägt. Schaut euch mal bitte schön diesen Rock an. Ja. Da muss man nichts zu sagen. Das finde ich jetzt immer lustig. Also ich meine, wer läuft denn bitte schön so richtig gegen? Aber wahrscheinlich sich dann beschweren, wenn sie angesprochen werden. Ja, muss man da nichts zu sagen. Wow. Wow. Das ist top. Das ist nämlich ein Unglut. Schön. Schnell. Ja, da würde ich sagen, dann nutzen wir doch mal gleich unsere neue Attacke. Also, weil da sagt man nicht nein. Dann würde ich sagen, sammeln wir dieses Item hier unten ein. Ein Rang, schön. Und ja, dann Trotze Level 4. Ja, dann besiege ich dieses Pokémon jetzt noch und dann werde ich diesen Part schon beenden. Ja, ich habe leider etwas wenig gesprochen oder weil ich jetzt nicht so viel Spannendes, wie gesagt, ist mein erstes Video, was ich überhaupt in dieser Form mache. Ich hoffe, dass man sich trotzdem anschauen kann und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Ich bin dann wieder mit Part 5 dran. Ich packe jetzt einfach mal Zini nach vorne. Und Zini-Mini und beenden dann hier den Part. Bis zum nächsten Mal, euer DSD Steve. Es geht jetzt weiter mit Let's Play Retro World. Ciao.